Und nach dem Vortrag fielen alle Schmerzen ab. Und ich bekam so ein frisches Gefühl, das ich gar nicht mehr kannte, weil ich immer so müde war. Und ein Glücksgefühl. Ich kann es nicht beschreiben in Worte. Und ich wusste, das kann nur die Gesundheit sein. Ich hatte eine Freundin in Salzburg und die war blind. Und kein Arzt konnte ihr helfen. Ich hatte vorher Zeitungsberichte gelesen vom Geschehen am Traberhof bei Rosenheim, von den großen Massenheilungen, die durch Bruno Grünen geschehen sind. Und tat das ab. Das gibt es nicht, das kann nur ein Schwindel sein. Da mich nicht mehr interessiert. Und jetzt kam die Freundin und bat mich brieflich, ich soll sie begleiten nach München. Sie hat keine Begleitperson, sie will zu Bruno Gröning. So was. Nein, unmöglich, ich kann nicht. Wie kann die Laventaler Maria mich um sowas bitten? Was ist denn los? Zum Gröning will sie. Ausgerechnet zum Gröning. Und ich soll sie begleiten. Gröning? Ist das nicht der Wunderheiler? Ach, ein Scharlatan ist der. Zu dem fahre ich nicht. Na schau, vielleicht kann er dir auch helfen. Das ist doch ein Blödsinn. Das gibt's doch gar nicht. Hin und her überlegt, sie hat niemanden als Begleitperson. Und dann entschloss ich mich und sagte, ich fahre. Grete Holzbauer lebt 1950 mit ihrer Mutter in Kärnten in Österreich. Als sie nach München zu Bruno Gröning fährt, leidet sie selbst an drei unheilbaren Krankheiten. Wir sind dann bei Herrn Enderlin in München, Schwabing, in einer Privatwohnung empfangen worden. Und da habe ich mich entschlossen vor der Türe. Ich gehe da mit hinein, damit ich sie retten kann vor einem Scharlatan. Ich kann sehen, kann hören. Und so hat man mich hineingelassen. Eugen Enderlin ist Heilpraktiker. Vor dem Vortrag bittet er Grete Holzbauer in ein Nebenzimmer und nimmt ihre Krankengeschichte auf. Seit 15 Jahren habe ich einen chronischen Stirnhöhlenkatarr. Die Vereiterung ist ganz verhärtet und verkrustet. Ja? Ja, und außerdem habe ich das Gegenteil von Zuckerkrankheit. Ich habe zu wenig Zucker im Blut. Täglich muss ich 7 bis 8 Würfel Traubenzucker zu mir nehmen, um überhaupt existieren zu können. Und trotzdem, wenn ich draußen auf der Straße bin und nicht gleich eine Wand erwische oder im Zimmer einen Tisch, dann liege ich am Boden. So schwindlig wird mir oft. Unterzuckerung. Nach was? Ja, im Kriegseinsatz in Jugoslawien habe ich einmal eine Gelbsucht gehabt. Die konnte nicht behandelt werden. Ich konnte keine Diät leben. Und so habe ich mir ein Leberleiden zugezogen. Ich kann nur noch ein Drittel aller Speisen zu mir nehmen. Schweinefleisch, Speck und Wurst, das sind das Allerschlimmste. Der Arzt hat gesagt, ich muss mein Leben lang Diät halten. Meine Leberzellen sind kaputt. Wissen Sie, da war vor 14 Tagen eine Dame aus Frankreich da. Die hatte dasselbe Leberleiden wie Sie. Und die war nach einer halben Stunde gesund. Wie bitte? In einer halben Stunde gesund? Ja, wenn ich es Ihnen doch sage, die kam krank herein und war gesund. Innerhalb von kürzester Zeit. Beim Gröning gibt es nichts, was es nicht gibt. Eugen Enderlin erlebte 1949 am Traberhof eine Heilung von Angina pectoris. Aus Dankbarkeit stellt er Bruno Gröning nun seine Wohnung für Vorträge zur Verfügung.
Im Wohnzimmer warten mittlerweile etwa 50 bis 60 Personen. Bevor Bruno Gröning kommt, spricht Enderlin zu den Heilungssuchenden und erklärt ihnen, wie sie die Heilkraft empfangen können. Und irgendwann sagt er dann: Denken Sie jetzt nicht an Ihre Krankheit, denken Sie jetzt an was Schönes. Oder etwas, was Ihnen Freude macht. Und das vergesse ich nie. Ich überlegte, wenn ich an was Schönes denke, kann mir nichts Schlimmes passieren dabei. Das gehe ich ein. Und ich dachte an den Wörthersee, den ich beim Hinfahren erlebt habe. Und in dem Augenblick bekam ich Gefühle im Körper, die ich nicht kannte. Es zog durch meinen ganzen Körper von oben bis unten, bis zu den Armen und Fingerspitzen heraus. Denke, was ist denn das jetzt? Ohne Spritze, ohne Medikament, solche Gefühle. Und das war das erste Mal, dass ich den Heilstrom empfangen habe. Als Heilstrom bezeichnet Bruno Gröning die geistige Kraft, durch die die Heilungen geschehen. Er nennt sie auch die göttliche Kraft. Dann kam Bruno Gröning selbst. Und dann, so nach einer Stunde circa, fragte Herr Gröning mich: Wie sind Sie nach München gekommen? Und ich sagte: Mit dem Zug. Und er: Nein, unmöglich, ich kann nicht. Das waren genau die Worte, die ich meiner Mutter gesagt habe beim Brief vorlesen. Nein, ich fahre nicht. Nein, unmöglich, ich kann nicht. Die gleiche Geste, die ich machte damals. Und in dem Augenblick wusste ich, er sieht die ganze Szene, die sich vor 14 Tagen bei uns zu Hause abgespielt hat. Ich habe mich so geschämt, am liebsten wäre ich davongelaufen. Und dann schaute er mich so liebend, verzeihend an und sagte: Schon gut, der Zug hat sie hierher gebracht, ne? Und in dieser eine Minute habe ich den Glauben aufgenommen, dass der Mann mir helfen kann. Und nach dem Vortrag fielen alle Schmerzen ab. Und ich bekam so ein frisches Gefühl, das ich gar nicht mehr kannte, weil ich immer so müde war. Und ein Glücksgefühl. Ich kann es nicht beschreiben in Worte. Und ich wusste, das kann nur die Gesundheit sein. Und dann ging ich zu Bruno Gröning und schüttelte ihm die Hand und sagte: Herr Gröning, ich danke Ihnen. Ich fühle mich jetzt ganz gesund. Und er schaute mich von oben bis unten an und sagte: Ja, Sie fühlen es nicht nur, sondern Sie sind gesund. Aber danken Sie nicht mir, danken Sie Gott. Er hat das getan. Das konnte ich überhaupt nicht verstehen, weil ich jahrelang an keinen Gott geglaubt habe. Mit meiner Freundin ging ich dann durch München der Herberge zu, mit so einem Glücksgefühl, unbeschreiblich. Und sie sagte auf einmal: Du, da ist Ruth. Sag ich: Mitternacht ist es, finster ist es. Sagt sie: Nein, da ist Ruth. Und dann schaute ich erst intensiv,
war eine rote Lichtreklame. Und plötzlich sah sie alle Farben der Lichtreklamen, die da auf der Straße sichtbar waren. Uns beiden war so heilig zumute, wir konnten nicht mehr sprechen. Als Grete Holzbauer am nächsten Morgen aufwacht, hat sie immer noch dieses frische und leichte Glücksgefühl. Sie hat keine Schmerzen mehr und kein Schwindelgefühl. Als ihre Freundin sie bittet, ihr ein Brot mit Speck zu machen, begeht sie den ärgsten Diätfehler. Dann habe ich gewartet, dass ich Schmerzen da an der Leber bekomme, wie ich hätte bekommen müssen. 1 Stunde, 2 Stunden, 3 Stunden, keine Schmerz. Bin ich wirklich gesund? Jetzt wollte ich wissen, wie das geht. Wie geht das, dass ich auf einmal gesund bin? Keine Erklärung. Was hat der Gröning gesagt? Danken Sie Gott, er hat das getan. Gibt es einen Gott? Gibt es wirklich einen Gott? Wo ist er? Aber es muss einen geben, sonst könnte ich nicht jetzt gesund sein. Und dann erlebte ich etwas, dass ich den Gedanken bekam, ja, es gibt einen Gott. Das ist ja der Beweis. Und der ist nicht da oben, der irgendwo als Geist schwebt. Der muss ja bei mir sein. Und der muss in Wirklichkeit ganz lieb sein, dass er mir ohne meinen Verdienst einfach die Gesundheit schenkt.